Also das Erste ist relativ simpel. Ich glaube, die Kapitalsammelstellen dieser Republik, die müssen einfach ermuntert werden und da braucht es eine gewisse Form der Risikoabsicherung, dass sie mehr Geld in riskantere Ventures investieren müssen. Das zweite Thema, das mich sehr beschäftigt, ist, ob wir regionale Wagniskapitalarme brauchen, möglichst in Public-Private Partnership. Also das nicht so, wie es der Herr Schwarz macht in Heilbronn alleine, ne, dass ein Millionär dann Milliardär 95% hat, sondern dass die Mittelständler in einer Region, die ja die Zusammenarbeit mit innovativen Start-ups dringend benötigen, dass die im Grunde möglicherweise in der Public-Private Partnership sozusagen einen regionalen Wagniskapital aufbauen können. Wir haben die Akustik in Oldenburg, wir haben die Kautschuktechnik um Hannover, wir haben die Medizintechnik in Tuttlingen. Das sind alles industrielle Cluster, die ohne Innovationsimpulse von außen im Wettbewerb mit den Chinesen nicht überleben werden. So, also da braucht man eine zweite Form der Wagniskapitalfinanzierung, die eher regional ist. Und das dritte Thema. Ich habe bis jetzt noch nicht verstanden, warum die Fraunhofers und Max Plancks dieser Welt nicht eigene Wagniskapitalfonds haben. Fraunhofer hat eine eigene Die Abteilung, kleinen, ja. eine Abteilung, aber der wichtige Punkt ist andere Kultur, nicht Behördenkultur und, wo sozusagen ein Teil dieser, ja, 12 Milliarden, jetzt tun wir auf 10 Jahre 120 Milliarden pumpen wir in dieses Forschungssystem rein. Warum nicht ein gewisser Teil davon sozusagen auch in die Ausgründungskultur investiert wird? Das sind für mich die drei Sachen: Risikoabsicherung für die Kapitalsammelstellen, regionale Wagniskapitalfonds und drittens die Forschungseinrichtungen, die brauchen eine andere Qualität der Finanzierung von Ausgründungen.